Die fünfte Woche der Umwelt in Berlin. 13.000 Besucher in 2 Tagen. 195 Aussteller aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Eine besondere Umweltleistungsschau, eingebunden in einer einzigartigen Kulisse, nämlich im Garten des Schlosses Bellevue, des Amtssitzes des Bundespräsidenten. Und Joachim Gauck zeigte im Rahmen eines persönlichen Rundgangs großes Interesse bei den unterschiedlichen Ausstellern. Zum Beispiel bei der Firma Clean Laser aus Herzogenrath. Sie hat ein lasergestütztes Verfahren entwickelt, das sich zum Erfassen und Sortieren von Metallschrott eignet. Der Stand ist sehr gut. Wir sind auch erstmal in der technologischen Wortentwicklung so weit, dass wir mit dieser Anlagentechnik, die wir hier als Demonstrator erstmal aufgebaut haben, zeigen können, dass es möglich ist, qualitativ und quantitativ Metallrecycling umzusetzen. Das ganze Verfahren funktioniert so, dass wir quasi Metallbauteile, wie man sie hier auf dem Band des Demonstrators liegen sieht, mit einem Laserimpuls erst reinigt. Diese Schicht ist entfernt und damit liegt das blanke Material frei zur Verfügung. Ressourcenschonende Verfahren, innovative Umwelttechniken, Umweltinitiativen, Naturschutzorganisationen, umweltpolitische Interessensgruppen, Hochschulen und Institutionen. Die Woche der Umwelt 2016 bot ein vielfältiges Spektrum, das auch den Bundespräsidenten begeisterte. Wir konnten ihm unser Projekt ein bisschen näher bringen und die Problematik von Chemikalien, die für Textilien eingesetzt werden, da konnten wir ein bisschen drüber diskutieren und er hat nachgefragt, gute Fragen gestellt für jemanden, der fachfremd ist, auch gerade auf den Punkt gebracht, warum wir das überhaupt brauchen, und das war schon ein sehr interessantes Gespräch. Eine neuartige Recyclinganlage hat Melitta vorgestellt. Das Unternehmen aus Minden produziert jährlich 18,5 Milliarden Filtertüten. Allerdings entstehen dabei auch 10.000 Tonnen Papierschnitt sowie 28 Tonnen Papierstaub. Die Abfälle sammeln wir sortenrein, verpressen die und stellen die dann unserer Papiermaschine wieder zur Verfügung als Rohstoff. Die dabei entstehenden Staubabfälle, die wir haben, die verpressen wir zu Pellets und verwerten die thermisch. Einer der Höhepunkte der Woche der Umwelt, die DBU-eigene Ausstellung zur Energiewende. Die zahlreichen interaktiven Elemente gefielen offenbar auch dem Bundespräsidenten. Zur langen Liste der 195 Aussteller gehörte auch das Osnabrücker Unternehmen Onyx Composite. Entweder Sonnenenergie, Pedalkraft oder Strom aus der Steckdose liefern die Antriebsenergie für das leichte Stadtfahrzeug. Erfassung und Vermessung von begrünten Dachflächen per Satellit. Über die Vorteile informierte der Deutsche Dachgärtnerverband. Die Entfernung von Pharmazeutika-Rückständen im Wasser mit Hilfe von Hybrid-Kieselgelen. Die Funktionsweise zeigte die organische und ökologische Chemie der Universität Koblenz-Landau. Erfahrungsaustausch und Diskussionen, Innovationen und Ideen. Für die Aussteller war die Woche der Umwelt 2016 ein voller Erfolg.